Ja, ein neuer Morgen. Ihr seht, die Mühle ist fertig geworden. Fertiger, sagen wir es mal so rum. Und ja, ich werde mich heute ein bisschen aufmachen und kurz noch ein paar Blumen pflücken. Denn, hoppsala, zack, da werden wir heute noch ein bisschen weitermachen. So, Hühner. Ja, okay, nehmen wir mal mit hier. Zack, kommt her, Leute. Zack, 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 zack. So, und ein paar schöne gelbe Blumen werde ich mir hier noch mitnehmen. Zack, zack. Na komm schon, zack. So. Ja, die mit dem Diamantschwert abzuarbeiten ist ein bisschen humpf, aber egal. So, die Mühle sieht soweit ganz gut aus, hat allerdings noch ein paar Tücken. Die das Leben hier nicht ganz so einfach machen. Ihr seht, ich habe hier wieder den Abfluss drin und ja, die Mühlenflügel sehen auch soweit ganz gut aus, wobei man immer aufpassen muss, dass man den Stoff immer auf einer Seite baut vom Holzträger. Na, man ist immer versucht, den irgendwie auf der anderen Seite jeweils auf der anderen Seite zu bauen. Also sprich hier zum Beispiel auf der rechten Seite, okay. Ja, das würde also den Mühlenflügel mit dem Uhrzeigersinn drehen. Wenn ich jetzt auf dieser Seite hier links die Segel ebenfalls oberhalb machen würde, wie es ja schön symmetrisch wäre, dann würde aber dieser Flügel versuchen, die Windmühle gegen den Uhrzeiger zu drehen. Und der versucht sie mit dem Uhrzeigersinn zu drehen. Das kann also nicht klappen. Also alle Mühlen, die ihr so seht, die so schön symmetrisch aussehen, die funktionieren nicht. Die werden sich nicht drehen. Da werden eher die Flügel abbrechen. Deswegen, ja, sieht das hier vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen aus, ein bisschen ungewohnt, aber so rum ist es eigentlich richtig, dass sich nämlich die Mühle dreht. Und zwar in diesem Fall also mit dem Uhrzeigersinn. Ja. Was jetzt ein bisschen haarig ist, ist hier der Eingang. Ne? Wenn der Flügel hier runterkommt, der dürfte dann so etwa bis hier gehen. Da muss man also aufpassen. Das werde ich wahrscheinlich noch. Das heißt, das werde ich nicht wahrscheinlich. Das werde ich jetzt noch umbauen, nachdem ich erstmal ein Stück rohen Schinken zum Frühstück verspeist habe. Denn, zack, die Ecke so. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Und ich habe ja hier sowieso vor, ein Untergeschoss einzubauen. So, wir sind hier in der Mühle im ersten Geschoss. Na, hier seht ihr also die Achse, die das Wasser von unten nach oben fördert, die Pumpe. Na, und hier seht ihr also das Wasser ablaufen. Dann haben wir hier einen Ofen mit Arbeitsfläche daneben und hier eben Workbench, Truhe. Na, hier liegt auch die Stonehoe drin, die ich noch für den Bauernhof brauche, der hier rankommt. Und ja, sonst weiter ist hier nichts. Hier haben wir noch ein bisschen Trollala. Ja, also hier so der Arbeitsbereich und zack, hier gehen wir mal nach oben ins Obergeschoss. Na, hier haben wir so eine kleine Zwischendecke drin und hier sieht man also den Mechanismus, die Welle, die nach draußen führt, endlich mal ein Verwendungszweck für graue Wolle. Und hier halt eben das Getriebe angedacht, zack, dass das hier nach unten dann geht. Das wäre eine Sache, die könnte man mal, hier könnte man mal einen Eisenblock einsetzen. Das wäre mal was mit der entsprechenden Textur, ne? Aber bam, soweit. Hier könnte man eigentlich noch Truhen setzen. Ne, könnte man nicht, weil hier oben, das sind ja massive Holzblöcke. Na egal. Brauche ich aber auch nicht. Und dieser Teil da oben, der wird halt als Ganzes gedreht, wenn der Wind sich dreht. Na, ich hatte hier ja schon davon gesprochen, dass es hier Land- und Seewind gibt in reicher Menge. So, und den Eingang hier machen wir mal zu. Das wird kein Eingang. So, hier haben wir ein Fenster. Dann setzen wir mal. Ach so, hier habe ich das so rumgemacht. Genau, dann machen wir das hier einfach mal genauso. Der kommt raus. Der kommt, hätte drin bleiben können. Und der kommt dafür raus. So, dafür haben wir denn hier. Zack, zack. Und zack. Na, komm schon. Zack, so rum. Zack. So, und der eigentliche Zugang zur Mühle, der erfolgt also eine Etage tiefer. Ja, sonst rennt man sich da ja den Kopf ein. Zack, zack. Und hier können wir schon mal, das wäre die Zwischendecke. Zack, hier kommen wir schon mal raus. Ja.
Ja, das sieht dann schon ganz gut aus, erstmal. Na, und dann habe ich hier auch schon angelegt, habt ihr letztes Mal gesehen, ein Feld. Und das werde ich jetzt hier auch mal so ein bisschen ganz zaghaft abernten. Na, schön schleichen. So, hier ist, das ist noch nicht reif. Dafür kann ich aber jetzt die Seeds, die ich hier schon habe, kann ich dann noch aussäen. Zack, zack, zack. Na, dass das hier auch langsam voll wird. Ich könnte natürlich auch in Neptuns Dank vorbeigucken im Lager und da eben weitere Seeds holen. Da habe ich die ja tonnenweise rumzuliegen. Aber hier soll es erstmal weitergehen mit dem Bauernhaus, was ja direkt eigentlich hier an der Mühle so dranhängt. Ja, da werden wir. Zack, dafür habe ich nämlich hier die Stone Stairs dabei. Die werden so. Direkt hier mal anschließen. Zack. Ups, nicht. So. Aha. Zack, haben wir den Nebel hier umgeschaltet. So. Zack. Reicht das? Machen wir das weiter? Werden wir mal gucken. Ja, das war also hier. Ja, das reicht, dass wir da eventuell sogar noch einen kleinen Dachboden reinkriegen. Ja, hier den Zugang in die Mühle haben. Ins Untergeschoss. Das hier wird also alles weg. Gebuddelt. Zack, 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 zack. So, der hier auch noch. Das können wir so. Weiß ich nicht, hauen wir glaube ich auch hier einfach mal raus. Nutzen das aus, dass wir hier schön Naturstein haben. Als Dingens. Na, und dann könnte halt hier. Das ist der Boden. Hier auf die Höhe muss ich. Ja, damit ich meine übliche Deckenhöhe habe. Das heißt, hier kommt das weg. Und jawohl, ich hau mir hier schon mal die Tür rein. So als Markierung, dass ich also weiß, zack, da kommt's noch hin. Der Rest wird hier noch weggerissen. Hier so die Ecke, die lasse ich mal so stehen. Den Erdhügel. Und ja, ich glaube, ich mache das hier doch ein bisschen noch größer, dass ich das hier noch mitnehme. Und ja, hier kommt dann eben die Wand hin. Ja, kann man dann vielleicht sogar noch ein Stück weiter nach außen ziehen, nachher das Dach, beziehungsweise unten den Boden. So, dann kommt hier erstmal alles weg. Hier unten dann den Wohnraum in der Mühle haben. So, naja, ist jetzt wieder viel Erde schaufeln, aber mit der Diamantschaufel geht das doch ruckzuck. Das ist doch. Na, so, da haben wir das Ende vom Fundament erreicht. So. Na, da sehen wir, haben wir die Welle, die muss natürlich auch hier durchführen. Zack, 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 zack. Hier kann ich noch wegbuddeln. Da habe ich noch Fundament drunter. Okay. So, und da weiß ich, muss ich jetzt hier die Wand hinsetzen. Denn dahinter ist ja dann der Mühlenbach, der das runterleitet. So, das überflüssige Wasser. Zack, 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 zack. So haben wir hier dann ruckzuck doch den Wohnraum erstmal ein bisschen ausgenagelt. So, muss natürlich noch ein Fußboden reingezogen werden und. Aber so für heute als Tagwerk
soll das erstmal reichen. Hier muss dann noch... So. Zack, und da. Und da. Und hier kann ich aber, glaube ich, noch einen weiter. Ja. Huch, es wird düster. Es wird wieder mal Nacht, Senorita. Bum, 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 bum. Zack, zack. So. Dann nehmen wir noch ein bisschen Frischfleisch mit. Zack. Okay, und eilen uns, damit wir ins Bettchen kommen. Ihr seht, ich habe hier schon eine Route, die ich immer langlaufe. Da wird wahrscheinlich später dann auch der Weg lang führen. Dahin. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ja, es ist immer noch Freitag. Ich nehme hier immer noch mit der 173 auf. Ja, weil ich noch nicht auf die 18 irgendwas, was immer es dann auch sein wird. 181, 2, 3, 4 updaten werde. So. Ja. Ah, hier kommt dann. Achso, haben wir eigentlich. So. Ja, das sieht ja hier noch aus. Vor allen Dingen habe ich hier jetzt überall. So, haben wir noch eine Leiter da? Ja, eine haben wir noch. Muss mal sehen, ob ich. Zack. Dass ich erstmal da hochkomme und hier ein bisschen Erde ablegen kann. Na, komme ich jetzt hier? Nein, komme ich jetzt hier nicht. So, muss der leider weg. Steht die Tür halt im Freien. Und. So. Packen wir hier erstmal die Erde weg, dass wir ein bisschen Platz haben. Im Inventory. Ja, die Federn hier können wir auch schon wegpacken. Mit Leder. Die Blumen. Ja, werden wir mal sehen, was wir die brauchen. So, und dann werde ich mir hier noch gleich. Zack, erstmal ein paar Stöcke machen. Da ist natürlich 1,8 ein bisschen fixer. Stöcke wollte ich mir machen. Leitern wollte ich mir doch machen noch. Oh, mindestens ein bisschen. So. Zack, 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 zack. Ja. Warum also? Zack, zack, zack. Zack. Ah, komm schon, zack, zack. Einer muss doch. Okay, eine muss noch drin sein. So. Wildes, planloses Herumgeklicke. Söderle. So, dann können wir nämlich hier. Komm. Nee, Leute, was habe ich denn da gemacht? Das ist doch vollkommener Blödsinn. So, denn hier, zack, zack, muss doch die Leiter runterkommen. Deswegen kann hier nicht die Tür sein, ne, die kann höchstens hier sein. So, jetzt lass mal hier hin und, jo, da kann man sich doch, so, jetzt kann ich hier erstmal die Erde wegsammeln. Und die Wand hier fertig bauen. Zack, zack. So, zack, zack, zack. Und hier holen wir uns auch den zusätzlichen Raum und zusätzlichen Cobblestone. Zack, zack, zack. So, die eine Felswand lassen wir so stehen. Das bleibt hier als Hauswand stehen. Den hauen wir uns da eventuell noch weg. Na. So. Jo, das passt soweit. Dann können wir hier. Müssten wir eigentlich ein bisschen Schönstein uns machen. Aber. Zack. Zack. No. So, dann schmeißen wir mal hier den Ofen an. Kohle haben wir ja dabei. Und machen uns ein bisschen Schönstein. Und derweil können wir. Zack, 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 zack. Hey!
komm schon. Zack. So, ich will hier keine Kühe rumlaufen haben. Das schadet dem Getreide. Jetzt habe ich aber nicht die... Ho, 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 ho. Es ist immer die Suche nach dem richtigen Werkzeug. Möge das Inventar auch noch so groß sein. Nicht da, sondern da. Jetzt muss man wieder ein bisschen dafür sorgen, dass wir hier Platz haben. Die Trapdoors, die Schilder packe ich mal weg. Das Leder sowieso. Das hier auch. Die Kürbislaternen, das Zeug werden wir später verbauen. Die Blumen werden wir später verbauen. Schere brauchen wir erstmal auch nicht. Ersatzspitzhacke brauchen wir auch nicht. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. So, schupp, 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 schupp. Und weiter geht's mit der Feldbestellung. Diesmal nicht bei Amazon, sondern bei Dutchman. Zack. So, den können wir einsammeln. Dann können wir zack, zack, zack. Haben wir weitere Seeds, zack, die wir hier jetzt reinhauen können. Ja, und so langsam kriegen wir hier genug zusammen. Wenn wir uns nicht ständig hier die Felder kaputt trampeln würden. So, so. Und dann schleichen wir uns mal. So. Ja, das wächst doch hier. Das grünt doch und gedeiht doch. So, dann holen wir uns wieder mal Cobblestone parat und schwubbliwupp, schwubbliwupp. Na, kurzer Hänger von Minecraft. So, hier muss dann Schönstein rein. Das hier wird die Wand. Die machen wir mal in... Machen wir die doch mal in Holz. Na, dass wir da ein bisschen Abwechslung drin haben. Ein Holzfußboden kommt ja hier auch rein. So. So. Okay. Na. Genau, den Holzfußboden können wir uns auch gleich reinlegen. Zack. So. Hopp. Und die Welle, die geht natürlich von hier aus ganz tief nach unten durch. So, Fackel packen wir uns hier mal an die Wand. Das passiert dann auch noch. So. So, und dann wird der Rest hier auch noch weggeklopft. So, bum, 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 bum. Zaun. So, weiter geht's hier und machen wir den Holzboden auf volle Höhe oder gehen wir hier nochmal ein Stück runter. Drei. Oh, ich mag das eigentlich. Den mal hier so auf halber Höhe auszulegen. Nur an bestimmten Sachen. Hier zum Beispiel muss dann voll sein. Und weil hier eben die Tür ist. Nee, die machen wir doch mit Cobblestone dann hier noch die... Nö. Wieso mit Cobblestone? Machen wir die doch einfach mit Holz, die Außenwand hier. Ja, macht ein bisschen freundlicheren Eindruck. Ist zwar nicht symmetrisch. So, da kommt da noch wieder mal ein Loch rein. So, zum Rausgucken. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Zack. So, und hier muss natürlich... Ach, Schild haben wir oben zu liegen. Da können wir auch gleich mal nachgucken. Wegen des Schönsteins. Da müsste ja inzwischen was fertig sein. Jawohl, das sollte reichen. Das Schild. Ein Schild greifen wir uns. Das packen wir gleich ran, damit jeder weiß, wer hier der Müller ist. Denn das hier ist
Natürlich. Natürlich. Logischerweise. Na, die Don Quixote Mühle. Macht man das? Zack. So. Na? Zack, Fackel drüber. Haben wir es dann auch erstmal soweit. So, dann setzen wir hier die Cleanies ein. Hier kriegt der Bursche noch ein Fenster spendiert. Ein kleines. So. Und damit das hier nicht so bo 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 aussieht, zack, 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 nack, nack, nageln wir hier auch mal den Felsen ein bisschen weg. So, dann setzen wir uns da Erde hin. Zack. So, da kommt noch als Ecke. Zack. Genau, dann. Und hier kommt auch noch Schönstein. Na, den holen wir uns mal auch hier raus. Die Erde. Zack. 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 So, und jetzt muss das hier nur noch grün werden. Wird es mit der Zeit. Was dahin kommt, lasst euch überraschen. So. Hier noch was hin und habe ich hier ein bisschen was, dass wir uns nämlich hier schon mal zack, den flachen Holzboden reinsetzen können. Gut, da wahrscheinlich weniger. Da muss man dann auch noch mal beigehen. Aber erstmal heißt es wieder Hayabubu machen, schlafen gehen. Und ja. Ich werde hier wieder ein bisschen offscreen, dann weiterbauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal zur Folge 162. Ach komm, schön. Schönes Panorama hier können wir uns noch gönnen zum Abschied. Na, wir sehen uns beim nächsten Mal. Empfehlt mich weiter, bleibt mir gewogen und seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, adieu mit Ö.